bin gerade richtig unzufrieden mit meinem Notenschnitt im Studium. Ich habe angefangen mit dem Studium, hatte eigentlich ja schon Lust darauf, irgendwie das erfolgreich abzuschließen. Aber die ersten drei Semester liefen einfach nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich wusste nicht, wie ich richtig lerne. Das erste Semester war ein total krasser Umstieg von der Schule aufs Studium. Im zweiten und im dritten Semester habe ich mir dann mehr Mühe gegeben, aber es hat trotzdem irgendwie nicht so ganz geklappt. Und mir war auch einfach nicht so bewusst, wie wichtig die Noten sind. Und jetzt ist gefühlt das Studium halb vorbei. Ich habe einen 2,6er oder 2,7er Schnitt und ich fange langsam wirklich an, mir Sorgen zu machen, weil jetzt wird mir bewusst, wie wichtig die Noten sind. Ich bewerbe mich irgendwie auf Praktika, ich bekomme Absagen. Ich habe auch schon angefangen, irgendwie zu schauen, wo ich einen Master machen kann. Und auch da wird mir klar, okay, jetzt mit 2,6, 2,7 wird das irgendwie schwer werden. Ich habe für mein Auslandssemester nicht den Platz bekommen, den ich bekommen wollte. Und irgendwie ist gerade alles einfach super frustrierend. So, jetzt bekomme ich auch wirklich die Motivation. Ich will jetzt was an meiner Situation ändern, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, macht es Sinn, das Studium abzubrechen, nochmal woanders neu anzufangen an der anderen Uni? Soll ich das irgendwie durchziehen? Kann ich irgendwie meine Noten schnell verbessern? Was kann ich machen, wenn ich gerade in dieser Situation bin? Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt noch einen guten Job nach meinem Studium bekommen kann. Falls diese Beschreibung auf dich zutrifft, dann bist du hier in diesem Video goldrichtig. Denn ich selbst war zwar in meinem Studium nicht in dieser Situation, aber ich bin einer der Gründer der Karriereberatung Pumpkin Careers und habe in den letzten 3,5 Jahren mit Dutzenden Studierenden zusammengearbeitet, die in genau so einer Ausgangslage zu uns ins Coaching gekommen sind und die dann trotzdem super schnell Erfolge in ihrem Studium erzielen konnten und nach ihrem Studium sehr gute Jobchancen haben. Ein Beispiel blende ich dir hier oben ein von dem Adam, der zu uns kam mit einem mittelmäßigen Zweierschnitt, der dann direkt ein Praktikum bei einer renommierten Tier 3 Strategieberatung bekommen hat. Oder hier siehst du noch ein paar Screenshots eingeblendet von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von uns aus den letzten Wochen aus unserem internen Discord-Server. Also bevor du jetzt in Angst und Panik verfällst, weil dir irgendjemand erzählen will, dass du mit einem Zweierschnitt niemals einen guten Job nach deinem Studium bekommen wirst, lass dir eine Sache sagen. Die Noten sind nur eines von 5 Auswahlkriterien, auf die Arbeitgeber nach deinem Studium achten. Die anderen 4 Auswahlkriterien sind deine Uni, an der du studierst, dein ehrenamtliches Engagement, deine Stipendien und deine Praktika. All diese 5 Kriterien musst du dann, wenn du dich auf einen Job nach dem Studium bewirbst, im Rahmen deiner Bewerbung verpacken, sprich in dein Anschreiben und in deinen Lebenslauf reinbringen, diese Bewerbung abschicken und dann musst du immer noch im Vorstellungsgespräch final überzeugen. Das heißt, die Noten sind natürlich eine wichtige Komponente, aber sie sind nicht das Einzige, worauf am Ende des Tages geachtet wird. Und die Frage, die man sich immer stellen muss, egal wie gut deine Noten sind, egal was deine Ausgangssituation ist, ist: Was ist für mich jetzt gerade der größte Hebel? Mit was kann ich mein Profil jetzt gerade am allermeisten optimieren? Das ist von Person zu Person immer unterschiedlich. Und natürlich ist es so, dass es in deiner Situation ein größerer Hebel sein wird, die Noten zu optimieren, als bei einer Person, die beispielsweise gerade einen 1-2er-Schnitt sowieso schon im Studium hat. Aber auch in deiner Situation kann es sein, dass die Noten nicht das allergrößte Problem aktuell sind. Oftmals ist es aus dem Grund daher so, dass wir bei Leuten, die mit deiner Ausgangslage zu uns ins Coaching kommen, in den ersten Wochen und Monaten gar nicht mal mit 100% Fokus nur an den Noten arbeiten, weil sich das nicht direkt bezahlt machen wird. Weil es ist ja so, wenn du jetzt gerade zum Beispiel 3 Semester studiert hast und angehst, deine Noten zu verbessern, dann wirst du, selbst wenn du jetzt auf einmal einen 1,5er, 1,4er Schnitt schreiben wirst, im nächsten Semester dann overall ja nur einen, sag ich mal, 2,5er, 2,4er Schnitt maximal haben, weil du ja schon in 3 Semestern schlechte Noten geschrieben hast und ein Semester mit deutlich besseren Noten dein Notenschnitt dann nicht drastisch automatisch verbessern wird. Das heißt, wenn wir einen Fokus auf die Noten legen, dann wird das dein gesamtes Profil erst nach vielen Monaten, vielleicht sogar nach 1 bis 2 Jahren erst, wirklich verbessert haben. Das Problem ist, wenn du dich dann für die nächsten 1 bis 2 Jahre zu 100% nur auf deine Noten fokussierst und alle anderen Sachen außer Acht lässt, ist, dass du natürlich am Ende
einen ordentlichen Notenschnitt hast, du wirst trotzdem keinen 1-0er-Schnitt mehr bekommen können, weil du ja schon 3 Semester mit schlechten Noten studiert hast. Deine Noten werden in Ordnung sein, aber du hast es eben in dieser Zeit verpasst, dir viele weitere wertvolle Punkte für deinen Lebenslauf aufzubauen und du kannst viel, viel bessere Sachen mit deiner Zeit anstellen, die einen viel größeren Hebel für dich darstellen werden. Das heißt, die Noten zu optimieren sollte nicht dein alleiniger Fokus sein. 2 andere Punkte, die ich vorhin angesprochen hatte, sind ehrenamtliches Engagement und Stipendien. Und die gehen meistens Hand in Hand, weil man, um Stipendien zu bekommen, meistens ehrenamtliches Engagement braucht. Ehrenamtliches Engagement kannst du beispielsweise machen bei studentischen Initiativen, bei Vereinen, bei religiösen Gemeinschaften, bei politischen Parteien und bei vielen anderen Möglichkeiten, wo man sich einfach ohne Bezahlung für andere Menschen und die Gesellschaft einsetzt. Wenn du mehrere Jahre ehrenamtliches Engagement hast, dann hast du echt gute Chancen, auch ein Stipendium zu bekommen. Ich selber war zum Beispiel Stipendiat bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und bei so einem Stipendium bekommst du dann jeden Monat mehrere 100 € finanzielle Unterstützung überwiesen und bekommst Zugriff auf ein super tolles Netzwerk und weitere Möglichkeiten der ideellen Förderung, wie zum Beispiel Workshops, Seminare und. Das Problem ist, auch wenn du das optimieren möchtest, wird sich das erst in vielen Monaten oder vielleicht sogar erst in Jahren bezahlt machen. Denn wenn du noch kein ehrenamtliches Engagement bisher hast, dann musst du, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich sogar für mehrere Jahre jetzt mit ehrenamtlichem Engagement anfangen, bevor du dich dann auf ein Stipendium bewerben kannst. Und selbst wenn du schon ein bisschen Engagement in der Vergangenheit hattest, dann dauern allein die Bewerbungsprozesse für diese Stipendien mehrere Monate bis hin zu einem Jahr. Ein Auswahlkriterium, das du relativ schnell ändern kannst, ist die Uni. Das heißt, wenn du gerade an einer ganz unbekannten Fachhochschule beispielsweise studierst und das Gefühl hast, kein Unternehmen kennt diese Fachhochschule und alle deine Kommilitonen sind gar nicht ambitioniert und du fühlst dich da gar nicht wohl, dann kann man in seltenen Fällen sich dazu entscheiden, zum nächsten Semester an eine deutlich renommiertere Uni zu wechseln, falls es für dich eine Möglichkeit ist. Im Optimalfall kannst du dir ein paar Kurse, bei denen du auch eine relativ gute Note geschrieben hattest, die an deiner neuen Uni auch anrechnen lassen. Aber in den meisten Fällen macht das nicht so viel Sinn. Und insbesondere, wenn du jetzt gerade schon an einer relativ guten Uni studierst, dann macht ein Uniwechsel keinen Sinn, weil es wird dann kein wirkliches Upgrade zu deiner letzten Uni darstellen. Und dadurch wirkt es auf dem Lebenslauf auch einfach komisch, wenn du nach 3 Semestern nochmal woanders neu angefangen hast und es eigentlich keinen wirklichen Grund gibt für diesen Studienwechsel. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch ein Auswahlkriterium, was übrig bleibt, was man sehr schnell, sehr sinnvoll verbessern kann und was auch das Thema ist, auf das wir uns mit vielen der Leuten, die mit deiner Ausgangslage zu uns kommen, in den ersten Monaten der Zusammenarbeit drauf fokussieren. Und zwar sind das deine Praktika. Du musst dir einfach mal überlegen, wie wenig Zeit es erfordert, sich ein gutes Praktikum zu sichern, im Vergleich, wie viel Zeit es erfordert, zum Beispiel jede Woche 40, 50 Stunden für ein Semester zu lernen, um gute Noten zu schreiben, oder wie viel Zeit es dich kosten wird, wenn du 1 oder 2 Jahre am Stück dich in verschiedenen ehrenamtlichen Engagements vertiefen möchtest. Da brauchst du viel, viel weniger Zeit, um mal eine richtig gut durchdachte und strukturierte Bewerbungsphase für ein sehr gutes Praktikum zu machen. Und ich kann dir eine Sache sagen, wenn du das richtig machst, wenn du da genug Zeit reinsteckst, und das muss nicht viel Zeit sein, aber wenn du weißt, was du machst, dann kannst du mit so einer richtig guten Bewerbungsphase easy Leute ausstechen, die viel bessere Noten hatten, die vielleicht schon weiter im Studium sind als du, die schon mehr Praktika gesammelt haben als du und, die aber einfach nicht so gut in so einem Bewerbungsprozess wie du performen. Und ich möchte dir jetzt zeigen, wie du vorgehen kannst, um so eine Bewerbungsphase trotz deiner mittelmäßigen Noten mit richtig großem Erfolg abschließen zu können. Um dich in den Bewerbungsprozessen auch gegen Bewerber mit deutlich besseren Noten durchzusetzen, musst du verstehen, dass es 3 Schritte in so einem Bewerbungsprozess für ein Praktikum gibt, die du optimieren kannst. Das erste ist die Auswahl von den richtigen Unternehmen und das wird von fast allen Bewerbern vollkommen unterschätzt. Es bringt nichts, wenn du die allerbesten Bewerbungstechniken benutzt, aber
keine Ahnung hast, bei welchen Firmen du dich bewerben sollst und dann dich bei Firmen bewirbst, die viel zu gut für dich sind und die dich nicht mal bei perfekten Bewerbungsunterlagen zu einem Vorstellungsgespräch einladen würden. Und es bringt auch nichts, wenn du dich bei Firmen bewirbst, die dir für deine Karriereziele eigentlich gar nichts bringen oder die so niedrig sind, dass sie eigentlich dich auch einladen würden, wenn du ein komplett dahingewurschteltes Anschreiben abschicken würdest, wo du dir gar keine Mühe gegeben hast. Das heißt, dein Ziel sollte es sein, Unternehmen auszuwählen, die dir für deine Karriereziele etwas bringen und bei denen du selbst mit perfekten Bewerbungsunterlagen eine Intervieweinladungswahrscheinlichkeit von ca. 20% hast. Das bedeutet dann nämlich, dass du bei jedem Unternehmen, wo du eine Einladung bekommst, weißt, hey, das hier ist eine einmalige Chance, mich unter Beweis zu stellen und mir ein Praktikum zu sichern, was für meinen Lebenslauf ein sehr großes Upgrade darstellen wird und was dann auch meine schlechten Noten bei zukünftigen Bewerbungen in Unbedeutigkeit verschwinden lassen wird, weil mich die ganzen anderen Firmen auf diesem Niveau größtenteils abgelehnt haben. Jetzt bringt es dir allerdings natürlich nicht so viel, wenn du dich nur bei 2, 3 Firmen bewirbst, die auf diesem Niveau sind, weil bei 20% Einladungswahrscheinlichkeit kann es sein, dass du dann keine einzige Einladung oder nur eine einzige Einladung bekommst und damit dann sich auch eine Zusage zu sichern, ist nicht so wahrscheinlich, sondern du solltest schon anpeilen, ca. 20 bis 30 Bewerbungen bei solchen Unternehmen, die für dich den optimalen nächsten Schritt darstellen werden, zu bewerben. Bei uns im Coaching gibt es dazu ausführliche Unternehmenslisten, wo hunderte von Firmen mit klaren Ratings zugeordnet sind. Diese Ratings gehen von 1 bis 25 und wir können dir immer genau sagen, bei welchem Rating andere Personen mit deinen Noten, mit deiner Uni, mit deinen Vorerfahrungen eine realistische Wahrscheinlichkeit haben, dass sie diese 20% Einladungen bekommen. Und dann weißt du genau, okay, ich bewerbe mich jetzt bei diesen 30 Firmen, die jetzt in genau diesem Rating hier liegen und musst also nicht irgendwelche Bewerbungen abschicken an Firmen, die zu hoch oder zu niedrig für dich sind. Jeder, der bessere Noten hat als du, aber das nicht versteht und sich bei Firmen bewirbt, die ihm nichts bringen oder wo er niemals eine Einladung bekommen wird, ist automatisch weniger erfolgreich im Bewerbungsprozess als du, weil er, wenn überhaupt, ein Praktikum bekommen wird, was ihm nicht so viel bringt, wie das Praktikum, was du bekommen wirst, wenn du diesen ersten Schritt richtig befolgst. Der zweite Bereich, den du optimieren musst, sind deine gesamten Bewerbungsunterlagen und darunter fallen vor allem dein Lebenslauf und dein Anschreiben. Wenn du hier alles richtig machst, alle Formatvorgaben einhältst, deine Motivation richtig gut herausarbeitest und dem Unternehmen klar machst, hey, ich werde ein richtig guter Praktikant, eine richtig gute Praktikantin bei euch sein, ich werde richtig professionell arbeiten, ich bin ambitioniert, ich will lernen, ich habe schon eine Ahnung darüber, was mich in dem Praktikum bei euch erwarten wird und ich habe bereits irgendwo schon ein paar Berührungspunkte mit dem gesammelt, was ihr auch macht, dann kannst du es schaffen, Bewerberinnen und Bewerber auszustechen, die viel bessere Noten haben als du, die mehr Erfahrung haben als du und. Wenn die es nicht schaffen, das genauso gut wie du oder noch besser im Rahmen ihres Bewerbungsunterlagen ebenfalls zu verpacken. Ich selbst bin dafür das beste Beispiel, weil ich konnte mir schon nach meinem zweiten Semester ein Praktikum im Vorstandsstab der UBS sichern. Und die beiden anderen Praktikanten in dem Bereich, die waren beide schon mit ihrem Bachelor fertig. Die eine war sogar mitten in ihrem Master. Die hatten beide schon zahlreiche Vorpraktika. Und ich war damals 19 Jahre alt und habe es trotzdem geschafft, dort eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch zu bekommen, obwohl sie wahrscheinlich noch zahlreiche andere Leute beworben haben, die deutlich erfahrener und deutlich besser geeignet waren als ich, die es aber nicht so gut geschafft haben, das im Rahmen ihrer Bewerbungsunterlagen auf Papier zu bringen. Ein anderes Beispiel dafür ist der Josef. Auch von dem kannst du dir hier oben ein Video anschauen. Der Josef hat es trotz einem Dreier-Abi geschafft, sich ein Praktikum im Investmentbanking schon vor dem Studium zu sichern. Ja, und dort werden sich auch viele Leute beworben haben, die bessere Noten hatten als er, die schon längst im Studium waren. Und wegen seinen sehr professionellen Bewerbungsunterlagen konnte er sich von diesen anderen Leuten positiv absetzen und trotzdem eine Einladung zum Interview bekommen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie du einen Fokus im Rahmen deiner Bewerbungsunterlagen auf alles
außer deine Noten setzen kannst, wie das alles im Detail funktioniert, welche Vorlagen du verwenden solltest und. All das lernst du ganz umfangreich, auch bei uns im Rahmen von unseren Coaching-Programmen. Wir haben da ganz ausführliche Lektionen, wo das alles Schritt für Schritt erklärt wird. Es gibt immer die Möglichkeit, das Ganze von mir oder von unseren anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern prüfen zu lassen, die den ganzen Tag über Bewerbungsunterlagen checken, sodass du auf jeden Fall weißt, wenn du deine Unterlagen abschickst, ist da alles richtig gemacht. Es gibt keinen Bereich mehr, wo du noch irgendwas optimieren kannst und du wirst mit maximaler Wahrscheinlichkeit auch eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen. Das Vorstellungsgespräch ist dann der dritte Schritt, wo du Dinge besser machen kannst als die Leute, die bessere Noten haben als du. Denn ich kann dir eine Sache sagen, egal was dir irgendjemand anderes weiß machen möchte, wenn du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, dann hast du die Möglichkeit, dir den Job zu sichern. Egal wie deine Noten sind, weil die Noten, die waren den Recruitern bereits im Rahmen deiner Bewerbung bewusst. Und wenn sie dich trotzdem eingeladen haben, dann weißt du, okay, ich habe jetzt eine Chance, mir das Angebot zu sichern. Und wenn du auch nur 4-5% besser performst im Vorstellungsgespräch als die anderen Bewerber, einen besseren Eindruck machst und die Leute das Gefühl haben, hey, du passt einfach besser in die Firma, du wirst besser in dem Job sein, dann wirst auch du den Job bekommen, auch wenn jemand anderes einen 1-0er-Schnitt in seinem Studium hat, wenn diese andere Person es nicht geschafft hat, mit diesen sehr guten Noten zu punkten und so einen guten Eindruck zu machen wie du. Viele Leute, die sehr gute Noten haben, überschätzen sich selber nämlich meistens und bereiten sich nicht genug auf diese Vorstellungsgespräche vor, weil sie denken, dass sie ja sowieso eine sehr, sehr gute Note bekommen werden. Und das ist ein riesengroßer Fehler und gibt dir die Möglichkeit, mit entsprechender Vorbereitung diese ganzen anderen Leute auszustechen und die eine Person zu sein, die nach diesen Vorstellungsgesprächen auch eine Zusage bekommt. Was hierfür wichtig ist, ist, dass du die konkreten Fragen kennst, die typischerweise bei der Firma abgefragt werden. Denn die meisten Firmen haben so einen gewissen Interview-Leitfaden, die stellen immer mehr oder weniger die gleichen Fragen. Und wenn du diese Fragen kennst, weil zum Beispiel mit verschiedenen Leuten, die schon bei der Firma Interviews hatten, davor gesprochen hattest, dann ist es voll leicht, sich darauf gute Antworten zu überlegen. Und dann musst du natürlich im zweiten Schritt wissen, okay, wie antworte ich auf die Frage, wie antworte ich auf die Frage, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Und im letzten Schritt musst du einfach üben, sodass du vor deinem ersten Vorstellungsgespräch nicht aufgeregt bist, sondern das Vorstellungsgespräch einfach genau das ist, was du die ganze Zeit im Vorfeld auch schon gemacht hast. Bei uns im Coaching kennst du von so gut wie jeder Firma, die für dich für ein Praktikum interessant sein könnte, die Interviewfragen aus den letzten Monaten und Jahren, weil wir über die letzten 3,5 Jahre in der Zusammenarbeit mit weit über 1000 Coaching-Studenten ja jedes Interview eigentlich schon mal hatten und die Leute ihre Fragen bei uns in unseren internen Discord-Server geteilt haben, sodass du von deren Erfahrung profitieren kannst. Dann hast du ganz klare Anleitungen, wie du auf jede Frage antworten solltest und du kannst es mit erfahrenen Coaches, die selbst bei diesen Firmen gearbeitet haben und dort teilweise sogar auch Interviews geführt haben, Feedback bekommen und das mit diesen Leuten üben, sodass du genau weißt, wie du auf jede Frage im Vorstellungsgespräch antworten sollst und mit breiter Brust und großer Selbstsicherheit in diese Interviews gehen kannst. Das Coole daran ist, wenn du einen Bewerbungsprozess mal richtig intensiv und von Anfang bis Ende komplett korrekt machst, bekommst du nicht nur ein richtig gutes Praktikum, sondern du kannst die Learnings, die du dort einmal mitgenommen hast, auch auf alle anderen zukünftigen Bewerbungsprozesse mit übertragen. Zum Beispiel dein Auftreten im Vorstellungsgespräch, deine Selbstpräsentation, da sitzt dann alles einmalig und in der Zukunft wirst du viel weniger Zeit für alle zukünftigen Bewerbungsprozesse benötigen. Aber selbst für diesen allerersten Bewerbungsprozess musst du viel weniger Zeit investieren, als du investieren musst, um deine Noten direkt zu verbessern. Bei uns ist es meistens so, dass die Leute zwischen 10 bis 15 Stunden pro Woche in diesen Bewerbungsprozess investieren, das für, sagen wir mal, 3 bis 5, 6 Wochen durchziehen und dann hat man schon relativ schnell sehr, sehr gute Chancen, sich ein richtig gutes Praktikum zu sichern. Und das geht auch neben dem Semester, es geht auch nebenbei, während man sich auf Klausuren vorbereitet. Und genau das ist der Grund, weshalb wir uns bei vielen Leuten mit einem großen Fokus
diesem Bewerbungsthema widmen. Jetzt musst du natürlich trotzdem auch dafür sorgen, dass deine Noten besser werden. Nur weil es nicht direkt den allergrößten Nutzen für deinen Lebenslauf darstellt, heißt es nicht, dass du so weitermachen solltest und deinen Bachelor dann mit 2,5, 2,6, 2,7 abschließen solltest. Es ist auf jeden Fall möglich, auch wenn du bisher noch nicht so gute Noten geschrieben hattest, deine Noten drastisch zu verbessern. Bei uns im Coaching haben wir mal eine Umfrage gemacht und die Leute, die angegeben haben, dass sie ihre Noten mit uns verbessert haben, die haben ihre Noten im Schnitt um mehr als 0,5 Notenpunkte verbessert. Das heißt, jemand, der mit einem 2,5er Schnitt reinkam, hatte dann nach wenigen Semestern einen 2,0er Schnitt. Jemand, der mit einem 1,5er Schnitt reinkam, hatte dann einen 1,0er Schnitt und so weiter und so fort. Und das ist der Durchschnittswert. Da sind natürlich auch viele Leute mit eingerechnet, die vielleicht mit einem 1,3er Schnitt reinkamen, die dann auf einen 1,2er Schnitt hochgepusht haben. Das heißt, es ist auch möglich, wir haben auch Beispiele von Leuten, die, sage ich mal, von einem 3,0er Schnitt auf einen 1,7er, 1,6er Schnitt noch hochgekommen sind. Also wirklich drastische Notenverbesserungen, denn vor allem in einem Wirtschaftsstudium, aber auch in vielen anderen Fächern, sind Noten jetzt keine Frage der Intelligenz oder sonst irgendwie von deinen Fähigkeiten, sondern vor allem eine Frage der Disziplin, der richtigen Techniken und der entsprechenden Motivation, das Ganze auch längerfristig durchzuziehen. Wie genau das jetzt funktioniert, das würde jetzt den Rahmen von diesem Video, glaube ich, komplett sprengen, weil dafür brauche ich einige Stunden, um das dir zu erklären. Wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, wenn du erfahren möchtest, wie wir dir dabei helfen können, deutlich bessere Noten in deinem Studium zu schreiben, wenn du wissen möchtest, ob wir dir dabei helfen können, auch ein Praktikum zu bekommen und alles zusammen dafür zu sorgen, dass du ein richtig gutes Profil beim Berufseinstieg hast und nach deinem Studium sehr, sehr gute Karrierechancen haben wirst bei großen Beratungen, bei Banken, bei großen Konzernen, bei spannenden Startups, dann füll sehr, sehr gerne mal das Formular aus, das du unten in der Videobeschreibung verlinkt findest und mach danach einen Termin aus für ein Kennenlerngespräch mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin von uns aus unserem Team. Wir betreuen über 1000 Studierende aktuell in unseren Coaching-Programmen von Leuten, die mit einem 1,0er Abi reinstarten ins Studium, direkt wissen, sie wollen zu Goldman Sachs, bis hin zu Leuten wie dir, die gerade noch nicht die optimale Ausgangslage haben, die aber sagen, hey, ich bin jetzt motiviert, ich möchte etwas an meiner Situation ändern, ich möchte bessere Noten bekommen und ich möchte auch irgendwie dafür sorgen, dass ich nach dem Studium sehr gute Jobchancen habe. Du musst nicht zwingend schon wissen, wo du später arbeiten möchtest. Das Einzige, was du wissen musst, ist, dass du da etwas an deiner Situation ändern willst, wenn du wissen möchtest, ob wir dir dabei helfen können, ob du zu uns passt und ob das Coaching auch etwas für dich sein könnte. Wie gesagt, gerne mal das Formular ausfüllen. Dann kannst du einfach mal unverbindlich für 15, 20 Minuten mit uns sprechen. Wir können dir Feedback geben, können wir dir helfen, macht es Sinn. Du kriegst auch eine Einschätzung, darüber, was es zum Beispiel kosten würde, wie das ablaufen würde und. Und wenn du sagst, hey, das klingt interessant, ich hätte dazu gerne mehr Infos, dann können wir dir noch mehr Infos zuschicken. Du kannst noch mehr Gespräche mit uns führen und wenn du dann wirklich ein sehr gutes Gefühl hast, wenn du sagst, hey, das klingt wirklich überzeugend, ich habe hier viele Beispiele von anderen Leuten gesehen, für die das funktioniert, dann würde es uns natürlich freuen, wenn du zu uns kommst und wir dafür sorgen können, dass du eine richtig gute Kehrtwende hinbekommst und eine Erfolgsstory wirst, weil das wünsche ich wirklich jedem von euch, dass die Arbeit hat später einen riesengroßen Impact auf euer gesamtes Leben, nicht nur darauf, wie viel ihr verdienen werdet, sondern auch wie zufrieden ihr am Wochenende sein werdet, mit was für Leuten ihr einen Großteil eurer Zeit verbringen werdet und. Und das Studium ist mit der größte Hebel, um einfach dafür zu sorgen, dass man eine coole Karriere schaffen kann. Wenn ihr im Studium jetzt die richtigen Schritte einleitet, wenn ihr gute Noten schreibt, wenn ihr gute Praktika bekommt und, dann werdet ihr so viel bessere Jobchancen nach dem Studium haben, als wenn ihr das jetzt nicht hinbekommt. Und wir haben da, wie gesagt, ein Coaching-Programm erstellt, wo wir euch all das zeigen, wie ihr optimal vorgehen könnt, wo ihr kompetente Coaches mit an der Hand habt und wo ihr ein Netzwerk habt aus hunderten anderen Leuten, die in eurer Ausgangslage sind und gemeinsam daran arbeiten, eine tolle Karriere hinzubekommen. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn du einfach mal das Formular ausfüllst und mal einen Termin ausmachst für so ein erstes Kennenlerngespräch, damit wir schauen können, ob du zu uns passt. Und das war's mit dem Video. Wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch. Schreib gerne dein Feedback unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße, dein David.